Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Platin One Random Pokémon Challenge. Beim letzten Mal haben wir Boss Cyrus besiegt, Saturn und die Seen-Trio befreit. Und sind dann auch noch ein paar Kraxler-Plätze abgegangen. Ein paar. Also auf jeden Fall, ja, das hier jetzt. Und wir holen uns nochmal den letzten Kraxler-Platz hier. Und dann gehen wir nochmal rüber nach Elysis. Daraufhin zum Kraterberg und ja, und ist halt das beste Wort dafür. Können dann. Oh, Eisstrahl. Können dann endlich. Endlich versuchen, dem Story-Finale ein wenig näher zu kommen. So, Elysis. Richtig, denn hier gibt es auch noch Kraxler-Plätze. Nebst links, da gab es einen nach oben, den man noch gar nicht mehr so im Kopf hat, aber ja, mit Zertrümmerer und Kraxler. Und rechts, wo es hier eigentlich zum Move-Tutor geht, der einem Draco-Meteor beibringt. Da ich die Move-Tutor-Attacken geschaffelt habe, können wir uns trotzdem mal angucken, was wir bekommen würden. Und hier gibt's Regentanz. Ja. Was geht schneller? Kraxler und hinten? Komm, wir. Nee, komm. Ich würde sagen, komm, wir fliegen nochmal zurück nach Elysis, aber. Ich habe mir so überlegt, ja, zwei im Sinn, drei davor und. Fliegen tue ich tatsächlich ungerne. Wenn ich Pokémon spiele, einfach nur um von dort nach dort zu kommen, sondern ja, es ging komisch. Ich mache es trotzdem sehr oft und sehr auch wirklich häufig, aber nie wirklich gerne. Da ich das mit der Animation und so immer finde, dass es auch sehr viel Zeit kostet, das zu machen, auch wenn der Weg an sich immer trotzdem noch länger dauert. So, eigentlich müssten wir nochmal hin, wenn wir Kaskade endlich haben. Um dann wirklich alles zu kriegen. Aber ich will trotzdem schon mal zu Tutoren gehen. Ja, wenn wir Kaskade haben, können wir dann nochmal richtig hin. Naja. Schwupp. Schwupp. Und noch ein Trainer tatsächlich. Ja, aber der Astrainer, der darf natürlich nicht auf dem Levelniveau von hier sein, sondern muss auf dem Levelniveau von. Drachenprofi! Luciander. Das mit den, Lucien-Namen haben sie es hier echt groß, ne? Lucien und jetzt Luciander. Mann. Naja. Unser Artgenosse bringt uns auf jeden Fall fast auf Level 38. Okay, da habe ich Kaumalats Erfahrungspunkte tatsächlich ein wenig überschätzt. Ein Silberstaub. Ja. Nicht gut, aber ja. Okay. Ein Überheiler. Ja, nicht gut, aber okay. So, dann gucken wir mal bei der Drachenoma, was die uns so für eine Attacke geben würde. Heißt die Umama? Ich stamme aus einer Stadt der Drachenzähmer. Ich lebe hier ganz allein. Ich kann einem starken Pokémon die mächtigste Drachenattacke von ganz Sinnoh beibringen. Soll ich diese Attacke einem deiner Pokémon beibringen? Ja. Sehr schön, wähle dein Pokémon aus. Doch, Dracometeor ist es tatsächlich. Okay, dann zählt sie nicht zu den normalen Move-Tutoren. Und wir könnten den Dracomir tatsächlich beibringen. Es ist technisch gesehen eine sehr mächtige Attacke, die in. Nein? Ja. Die theoretisch mit dem doch passablen Spezialangriff von Knackrack für ein Pokémon, das eine bessere Verteidigung als Spezialverteidigung hat, reichen würde,
aber... Ui, der Unterschied ist doch mittlerweile echt hoch. Ja. Es geht, aber muss nicht sein. Gut, dann nehmen wir jetzt mal Fliegen und fliegen nach... Ewigenau. Ach, Erzeling. Wieso ich die jetzt verwechsel? Keine Ahnung. Aber wir müssen auf jeden Fall dorthin, denn nur von unten kommen wir nach oben. Auf den Kraterberg, auf die Spitze. Der Drachenprofi hat uns so ein bisschen AP geklaut, ob das geht. Und wir können seelenruhig dort hoch. Und uns endlich, wenn wir dann ziemlich auf der Spitze sind, auch das Kraterberg Pokémon holen. Nach so vielen Tagen, Monaten, Wochen. Naja. Nee, so übertrieben ist das gar nicht. So übertrieben ist das gar nicht, was ich da gerade mal sagte. Denn es ist tatsächlich so, dass schon ganz schön viel Zeit vergangen ist, seit wir das erste Mal durch den Kraterberg gegangen sind. Gut. Dann nehmen wir natürlich mal Aquala jetzt zum Schwimmen und das ist der einzige Weg hoch. Schon recht suspekt, ne? Aber wenn du... Das ist halt der Weg hoch, um auf den Kraterberg zu kommen. Aber okay. Und so, jetzt werden wir auch gleich oder später auf jeden Fall einigen Galaktikern gegenüberstehen, die uns dann naja, auf den Weg hindern wollen. Aber ja. Das ist auch okay. Gut. Ein Beleber. Na gut, die ganzen Items hier, die sind wahrscheinlich meist unnütz, es sei denn, wir finden hier nochmal eine coole TM. Ansonsten müssen wir halt schauen, dass wir hier trotzdem so gut wie möglich alles finden, ne? Und nicht zu sehr in Sackgassen rennen. Guck mal, hier geht's sogar raus. Ach, hier oben lang, ne? Den waren wir noch gar nicht. Ah, hier hätten wir also auch hin können. Hier hätten wir also auch rein können. Es gibt also zwei Kraxler-Wege hoch. Nicht? Nee, doch nicht. Der Weißorb, der ist hier versteckt. Alles klar. Da ist der Weißorb. Okay. Ja, nee, dachte, da wäre jetzt ein kleiner Weg hoch und dann wäre noch mit Kraxler weg gewesen, aber nee, ist. So ist es nicht ganz. Aber ähnlich. Gut, dann geht's oben richtig lang und unten nochmal zu einem Item. Dem Sahansturm! Ja, ganz nett. Aber auch wieder eine Herzschuppe würde diese TM ersetzen. Ein Wasserstein. Der nächste. Oh, hier ist der Weg sogar blockiert. Sprich, wenn wir mit Kraxler hier jetzt hingegangen wären schon, dann wäre hier noch ein Stein vor gewesen oder so. Weil wir noch nicht im Galaktika-Gebäude gewesen wären. Interessant. Stimmt, die Möglichkeit habe ich gar nicht in Betracht gezogen. Schauen wir uns doch einmal dieses Loch an. Meine fachmännische Spürnase sagt mir, dass hier einst eine Wand mit einer Höhlenmalerei den Weg zur Spitze versperrte. Sie ist jetzt weg. Naja, sie liegt da am Boden. So habe ich das erkannt. Sicher ist dir meine akademische Beweisführung klar. Seitdem die drei Pokémon der Seen von diesem Team gefangen wurden, seitdem passiert gar Schreckliches. Aber auch mein überragendes Genie liefert keine weiteren Antworten. Der Ursprung dieses Übels ist aber klar. Es ist Cyrus von Team Galactic. Und nun sind wir alle in dieser Sache verstrickt. Wir müssen weiter. Aber tu dir nicht an dem Geröll hier weh. Ich bin vorhin gestolpert. Sei ein guter Junge, beweise, dass du es in dir hast und schreite voran. Aha! Es ist gut, dass du entspannt... du kannst dich hier entspannen. Was? Der Probe habe ich dich unterzogen, um zu zeigen, dass du mir überlegen... Und überlegen bist? Verstehst du? Überlegen! Wenn auch mein Geist etwas schärfer sein mag. Auch die Commander sind mir überlegen. Und dieser Cyrus. Ich komme an die Galaktik einfach nicht heran. Du musst es aufhalten. Nur dir ist es möglich. Ich kann dir nur dies mitgeben.
Vor langer Zeit gelangte es während einer Untersuchung in meinen Besitz. Die schwarze Flöte. Bitte, haltet den Galaktik auf. Okay, Lebel, die schwarze Flöte gibt er uns einfach. Ja, ist nicht so gut wie ein Schutz, aber ganz nett. Fein. Schutz werde ich natürlich trotzdem einsetzen, aber ja. Ich frage mich, ob der Effekt irgendwann nachlässt. Ups, das war jetzt knapp. Ich glaube nicht wirklich, ob der Effekt der schwarzen Flöte irgendwann nachlässt oder ob der permanent bleibt. Naja, wer weiß. Ein Calcium. Ja, wir haben Glück bei den geschaffelten Items. Naja, wir haben schon eine Sonderbarung zum Spiel gefunden, von daher passt's doch. So, wir kommen jetzt langsam an den Galaktikern heran. Das bedeutet, wir kommen der Spitze immer näher. Da-dam, da. Rüpel. Level 43, naja. Doch, eine gute Zahl. Sollte uns dann doch gehöriger abspringen. So. ...68. Schön. Noch 19 Level. Dann so hinstellen, dass sie uns so möglichst wenig den Weg blockieren. Ist immer das Beste. 19 Level noch. Klingt nach einer sehr hohen Zahl, aber wer weiß, wie viel wir noch kriegen von der Liga. Glaube ich, habe ich ein bisschen zu früh gesungen, ne? War ein bisschen Kanon. Gott, bringt Kramux wenig Erfahrungspunkte. Eieiei. Oh, wir sind draußen. Zählt aber noch als Krater weg, ne? Also keine Angst. Ich glaube, das kann man nicht weglockern. Das ist einfach nur Schneegestöber. Ja. Müssen wir unsere Augen also ein bisschen weiter aufhalten. Sonst will man zum Beispiel diese Kraxerfelsen auch nicht sehen. Ja. Ist sowieso der einzige Weg, von daher. So, hier geht's wieder in die Höhle. Schauen wir mal kurz rein, ob es hier weitergeht. Hier ist auf jeden Fall auch ein Kaskadenweg. Scheint ja tatsächlich nicht weiterzugehen, also nicht bevor wir Kaskade haben. Könnte so sein, dass es ja der letzte Regi-Raum ist. Wenn man so überlegt, ist es wahrscheinlich der Regi-Raum. Oder gab es hier eigentlich die Orbs? Könnte auch sein. Auf jeden Fall kommen wir dort noch von der Höhle aus hoch mit Kraxler. Vielleicht können wir uns Kaskade ja sogar sparen, was ich irgendwie bezweifle. So, hier gehen wir noch mit Kraxler hoch und hier müssen wir noch irgendwo in die Höhle reinkommen. Hier geht's mit Stärke noch weiter. Aber Stärke würde nur dazu führen, dass man sich einen Schutz spart. Denn der Weg ist ja auch hier geebnet, ja. Gut, und hier ist die Höhle für den Kraxlerweg. Haben wir hier hoch. Und hier scheint es dann offiziell weiterzugehen. Ja, und in dieser Höhle da müssen wir dann, wenn wir Kaskade haben, hin. Gut, dann gab es da noch diesen einen Kraxlerweg. Der führt dann wohl zu einer Sackgasse. Und zu einem Item wahrscheinlich. Jo. Zu einem Eisen. Okay. Wenn wir die Augen aufhalten, dass hier nicht noch ein anderer Kraxlerweg ist, aber
Nein, scheint nicht der Fall zu sein. Nicht dieses Mal, okay. Gut, dann ist unten in der Höhle der nächste Weitergehpunkt. Und natürlich auch der Kampf gegen die Galaktiker. Okay, wir müssen uns wirklich das Kaskade-Ding da merken, aber das sollte nicht so schwer sein. Bislang muss man Kaskade ja nur bei Elysis benutzen und hier halt. Von daher ist das noch recht überschaubar. Dam, da, 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 dam, da. Gut. Ja, ich glaube, die Hunduster bringen auch nicht so viele Erfahrungspunkte, oder? Da sind die Golbats mir tatsächlich am liebsten, weil es halt entwickelte Pokémon sind. Ja. Ja, ja. Die Golbats sind doch die einzigen entwickelten Pokémon, die wir machen können, weil sonst haben sie halt immer nur Stufe 2 Pokémon. Also nicht zu Stufe 2, sondern 2 Stufen Pokémon. Sprich, die Vorstände haben halt die finale Stufe und die anderen haben halt immer Vorstufen. Und Golbat zählt halt noch zur Vorstufe, sprich, weil der Boss halt X-Bot hat. Ja, und deswegen ist Golbat das Beste, was die Gegner haben können, damit es die meisten Erfahrungspunkte bringt. So. Einfache Rechnung. Fein. Ich frage mich, ob tagsüber draußen in diesem Schnee das heller wäre, wahrscheinlich, aber so merkt man, glaube ich, kaum einen Unterschied oder ist ein bisschen atmosphärischer. Gut. Ja, ja, die ganzen Galaktik-Hansels, ne? Dann da. Ich muss ja sagen, technisch gesehen gefällt mir Team Galaktik echt gut. Nur ihr Aussehen ist halt komplett lächerlich, ne? Aber ich mag das, die Sache mit den Commandern, und, also dass die Vorstände Commander sind und so, echt gerne. Und wie die in Sinnoh halt auch auftreten und organisiert sind, ist echt cool. Vom Aussehen her gefällt mir tatsächlich Team Skull am besten und danach Team Aqua. Ja. Dann wahrscheinlich Aussehen technisch Rocket. Und ja, Flair, Plasma und Galactic tun sich vom Aussehen ja nicht viel. Alles so ein paar lächerliche Typen. Magma ist da ähnlich, aber nicht so krass. Aber ja, vom Aussehen her mag ich Skull dann noch am liebsten. Auch wenn sie natürlich nicht sehr ernst zu nehmen sind. Liegt vielleicht auch an der Grafik oder so. Aber ja, keine Ahnung. Vom Verhalten her Verhalten und Organisation her mag ich Galactic am liebsten. Aber vom Aussehen her Skull. Vielleicht Omega Rubin und Alpha Saphir, da haben das ja schon gemacht, dass sie die Vorstände und alles ein bisschen neu designt haben und so. Vielleicht kriegt es bei den Remakes von Diamant und Perl ja irgendwann auch ganz coole Redesigns der ganzen Charaktere. Finde ich echt nicht schlecht. So, hier unten geht es auf jeden Fall in eine Höhle rein. Die Frage ist die Höhle wichtig? Denn hier scheint es auch ziemlich weit zu gehen. Ich glaube, die Höhle ist nicht der richtige Weg und wir können ihn also erstmal abgehen. Okay, könnte mich aber auch irren. Schauen wir uns mal kurz hier um. Die Folge ist ja auch eh sofort vorbei. Von daher macht es ja kaum einen Unterschied. Ja, Golbats nehme ich gerne an. Gerne, gerne. Bin schon bei 250 KP, das ist echt cool. Ah ja, besser als... Na gut, es sind keine 200 Duster
In Erfahrungspunkten, aber auf jeden Fall eins. Ganz guter Preis nutzen. So. Naja, wie dem auch sei, die Folge ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal werden wir dann wahrscheinlich dann auf die Spitze kommen. Wie weit wir aber storytechnisch kommen, bin ich mir noch nicht so sicher. Mal sehen. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Euer Belgium. Bis dann. Tschüss.